Hallola und willkommen beim Unboxing vom Let's Play Pikachu Themen Deck. Ich würde sagen aus SM0, weil es kam einfach mal ein ganzes Jahr zu spät, nachdem das Videospiel von Let's Go Pikachu und Evoli erschienen ist. Eigentlich wollte ich auch gleich noch das zweite Themendeck dazu auspacken, aber leider habe ich das noch immer nicht. Deswegen machen wir heute jetzt wirklich erstmal Pikachu. Wobei ich diese Promo auch echt niedlich finde. Ich finde, bei Evoli hätten sie es ruhig schöner machen können. Naja, gut. Auf jeden Fall ist das ein Themendeck. Das Besondere an diesem Themendeck ist tatsächlich, dass sie wohl mehrere Holo-Karten enthält. Weshalb ich auch unbedingt die Evoli-Decks, das Evoli-Deck haben möchte. Die Deckliste blende ich euch ganz kurz ein, falls ihr einen Screenshot davon machen wollt und es nachbauen wollt, falls ihr schon mehr Karten habt. Kann ja sein. Und ich würde sagen, jetzt packen wir es aus, wenn ich es dann aufkriege. Das ist immer so das Schwerste vom Ganzen. Ich versuche jetzt mein Glück einfach mal an der Seite. Und natürlich funktioniert es nur semi-gut. Juhu. Es wäre ja auch zu einfach sonst, ne? Wenn das nicht immer so eine Qual wäre, diese Boxen aufzumachen. Unglaublich. Ja. Wer weiß, vielleicht, bis ihr dieses Video seht, habe ich dann Evoli noch. Aber zum heutigen Tag nicht. Und auch nicht in Aussicht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ansonsten gibt es vielleicht mit etwas Glück irgendwann nochmal so ein Video. Aber generell ist es ja für alle, die das Pokémon TCG anfangen möchten, immer eine sehr, sehr gute Idee, sich ein Themendeck zu kaufen. Und gerade die Anfänger kennen sich ja nicht so aus. Deswegen, was ist das denn? Dachte ich. Ich mache mal wieder ein Unboxing. Was zum Kuckuck ist denn das? Du bist ein Pokémon-Trainer. Fange hier an. Leider kann ich euch das nicht zeigen. Was ist denn das? Das ist eine Riesenmatte mit der Erklärung. Ja. Okay. Eine Riesenmatte mit der Erklärung. Was ich echt gut finde, weil die ist ja normalerweise immer unter der Spielunterlage, was ein bisschen blöd ist, weil wenn man spielt, möchte man ja die Regeln angucken. Und das ging nicht, wenn es auf der anderen Seite der Spielmatte ist. So. Demnach dürfte auf dieser Spielmatte eigentlich auf der Rückseite nichts drauf sein, oder? Auf der anderen Seite ist ein Poster! Ja, das ist ja super unpraktisch. Könnte man bitte das Poster extra machen? Das ist ja voll stressig. Da muss man sich ja trotzdem wieder entscheiden. Poster oder Spielmatte? Ein Code fürs Online-Game ist wieder dabei, den behalte ich aber. Dann haben wir Schadensmarken, die kein Mensch braucht, wenn man besser einen Würfel nimmt. Eine süße, nicht gelbe, was ich jetzt schon mal sehr doof finde. Münze mit Pikachu. Aber die Regenbogenoptik ist eigentlich auch ganz cool. Das sieht cool aus. Die sieht echt cool aus. Damit kann man richtig schön rumspielen, aber das machen wir jetzt nicht. Und das Promo-Pikachu, welches ich sofort eintüten werde, mit dem Special Glitter-Effekt, den es natürlich nur im Themendeck gibt. Das hat ja sonst keinen Glitter-Effekt. Ah, oh, das sieht so schön aus. Es sieht so hübsch aus. Es kann Eisenschweif 20 Mal. Wirf so lange eine Münze, bis zum ersten Mal das Ergebnis Zahl kommt. Diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte pro Kopf zu. Also, alle Magic-Spieler werden jetzt durchdrehen, weil es komplett dem Zufall überlassen ist, wie viel Schaden man macht. Aber gerade für jüngere Spieler ist das, glaube ich, ganz witzig. Oder es wird so Mensch, ärgere dich nicht. Naja. Die Deckbox ist wieder mal zu klein. Da passt nur das Deck in nicht eingehülltem Zustand rein. Aber ich empfehle immer, jedem Füllen zu benutzen. Deswegen ist das ein bisschen unpraktisch, aber das bemängeln wir ja schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und es tut sich nichts. Und ich sehe gerade, oh mein Gott, das Besondere an diesem Deck, diese Foil-Karte ist, ich habe gespoilert, zweimal drin. Oh mein Gott, ich sage schon wieder, oh mein Gott, ich wollte doch gar nicht. Ignorieren wir, dass ich das gesagt habe. Ja, ich brauche erstmal hier Hüllen. Und zwar ist das tatsächlich doppelt drin. Ich glaube es ja gar nicht. Das ist sehr cool. Das sollte eigentlich immer so sein. Ich finde es eh immer schade, dass die Promo immer nur einmal so ist. So, und das Besondere ist, hier ist noch mehr Holo drin. Und zwar, und das finde ich jetzt richtig geil, wir haben hier ein Raikou ebenfalls mit diesem Glitter-Effekt.
Sehr geil. Und was ist geiler als ein Raikou mit diesem Glitter-Effekt? Richtig, ein zweites Raikou mit dem Glitter-Effekt. Mega cool. Deswegen wollte ich auch das Deck haben. Definitiv. Ich brauche Evoli. Also wenn ihr mir was schenken wollt, schenkt mir das Evoli-Deck. Danke. So. Raikou kann auf jeden Fall Donnerbrüllen mit 30. Lege eine Elektroenergiekarte aus deinem Ablagestapel an einen Pokémon auf deiner Bank an. Sehr cool. Und Stromball mit 90 Schaden, was echt viel ist für ein Basis-Pokémon mit 3 Energien. So, die beiden müsste ich eigentlich jetzt eintüten. Muss ich das sortieren oder ist das sortiert? Ich muss es noch kurz sortieren. Wartet mal kurz. So, da bin ich wieder. Wir haben dann noch zwei andere Pikachus, leider ohne Foil-Effekt, aber das ist auch echt süß. Das kam einmal den Pikachu, ziehe eine Karte, immer gut. Und Ruckzuckhieb 20 plus, wirf eine Münze bei Kopf, fügt diese Attacke 20 Schadenspunkte mehr zu. Auch sehr schön. Aber irgendwie ist Pikachu sehr vom Zufall betroffen. Dann haben wir Alola Raichu, was ich ja echt cool finde, vor allem wenn es so gebräunt aussieht. Ja gut, es ist halt auch ein Hawaii-Pokémon, ne? Surfschweif ist die Fähigkeit. Wenn mindestens eine Stadionkarte im Spiel ist, hat dieses Pokémon keine Rückzugskosten. Was echt doof ist, weil ich glaube, da ist keine Stadionkarte drin. Und Psychokinese 70 plus. Diese Attacke fügt 20 Schadenspunkte mehr mal der Anzahl der an das aktive Pokémon deines Gegners anliegenden Energiekarten zu. Das ist ganz nice, aber könnte auch gerne noch eine Energie weniger kosten. Dann haben wir Volteball einmal, zweimal, dreimal drin. Und Elektroball mit Sternschauer, 60 Schaden. Der Schaden dieser Attacke wird durch Schwäche, Resistenz oder alle anderen Effekte auf dem aktiven Pokémon deines Gegners nicht verändert. Kann jetzt nicht so viel, aber für eine Energie ist 60 Schaden echt viel. Ist zweimal drin. Dann haben wir Electek mit Fußkick, 30 Schaden und Donner, 90 Schaden, was sich aber dann selber 30 Schaden zufügt. Ist einmal drin, zweimal drin, dreimal drin. Und entwickelt sich zu Elevoltek, was richtig übel aussieht, mit 140 Lebenspunkten. Es kann Donnerschlag 60 plus. Wirf eine Münze, bei Kopf fügt diese Attacke 60 Schadenspunkte mehr zu. Bei Zahl fügt dieses Pokémon sich selbst 20 Schadenspunkte zu. Also irgendwie ist das Ganze sehr gewagt in diesem Deck. Und Gigastoß mit 170 Schaden. Dafür kann man im nächsten Zug nicht angreifen. Aber 170, uff. Ist zweimal drin. Dann haben wir ein LS-Zebra, das kann nicht viel, ist einmal, zweimal drin. Und die Entwicklung Zebritz, das kann Sprint. Einmal während deines Zuges kannst du deine Handkarten auf deinen Ablagestapel legen und 4 Karten ziehen. Für den Notfall ist das okay, wobei ich es doof finde, dass man es nicht ins Deck mischt. Und es kann Kopfblitz mit 60 Schadenspunkten, was auch echt viel ist. Und zur Unterstützung haben wir dann Taubsi mit Sammeln, hier eine Karte, ist zweimal drin. Und Tauboga, das mag ich sehr, denn das hat die schöne Fähigkeit Luftpost. Einmal während deines Zuges kannst du dir die obersten 2 Karten deines Decks anschauen und eine von ihnen auf deine Hand nehmen. Lege die andere Karte unter dein Deck. Finde ich super praktisch, um schnell an Karten zu kommen. So, Lille. Und dann gucken wir noch die Trainerkarten an, beginnend mit den Unterstützern. Da haben wir den Pokémon Fanclub, um natürlich an die Pikachus zu kommen, ganz klar. Dann haben wir eine Cynthia zum Kartenziehen und, falls man sich tot sieht, zum einen retten. Einen Professor Kukui, um noch ein bisschen mehr Schaden rauszuholen und Karten zu ziehen. Tali, ganz klar, zum Kartenziehen, ist nämlich dreimal drin. Viermal sogar, ups. Und dann haben wir die Items, das ist der Trank zum Heilen. Pokémon-Fänger. Um ein Pokémon auf der Bank deines Gegners auszutauschen gegen sein aktives. Superball, um ein Pokémon aus dem Deck zu ziehen. Zweimal. Und natürlich den Tausch. Darf nicht fehlen, das ist ein Basic. Und dann sind wir auch schon bei den Energien. Da haben wir 1, 2, 3, 4. Wenn ich mich jetzt verzählt habe. Ja, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Energien. Was finde ich für dieses Deck schon echt sehr viel sind. Vor allem, da Pikachu ja eigentlich nur eins braucht, so.
Mein Fazit zum Deck. Ich bin mir nicht sicher, was ich von diesem Deck halten soll. Denn es ist voller Energien, die man, glaube ich, gar nicht so wirklich braucht. Zumindest nicht für Pikachus. Sammler werden definitiv ihren Spaß haben mit den vier Glitzerkarten und den Trainerkarten zum Spielen. Aber ob das wirklich so vorteilhaft zum Spielen ist und gerade für die Anfänger, weiß nicht. Denn wir haben sehr viel Zufallsschaden und viel zu viel Energien und wir haben irgendwie keine Strategie hinter diesem Deck. Es ist einfach nur Karten ziehen und Schaden machen. Ist für ganz blutige Anfänger vielleicht okay, aber sie lernen das Spiel dann auch nicht so wirklich damit. Also ich hätte mir dann ein bisschen mehr Kreativität von Seiten der Hersteller gewünscht. Aber es ist okay. Also wer Pikachu mag, der kann sich das Deck durchaus zulegen. Ja. Oder halt zum Lernen des Spiels. Aber ich würde fast sagen, holt euch lieber ein anderes Set. Das ist vielleicht noch ein bisschen witziger und ein bisschen aussagekräftiger. Aber für die ganz Kleinen ist es durchaus okay. Oder eben für die Sammler, wie gesagt. Ja. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video was anfangen. Ihr habt jetzt so eine Vorstellung, ob es was für euch ist oder eben nicht. Und ich würde mich sehr über Kommentare und ein Like freuen, denn mein Kanal kann das gebrauchen. Ich bedanke mich schon mal an alle, die das machen. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück beim Pokémon-Karten sammeln und spielen. Denn die sind auch zum Spielen da, wollte ich schon mal gesagt haben. Und einen schönen Tag, bleibt fit und bis bald, wenn ihr mögt. Tschüss!